Also ihr Lieben, wir haben das Glück, der Herr Schöning hat sich bereit erklärt, mit uns ein, zwei, drei Worte zu wechseln. Ja, Sven, du darfst. Ich darf anfangen? Ja, und ihr Lieben im Chat, wenn ihr Fragen habt, haut die ruhig mal raus. So ist es auf der Straße. 2019 saß Covid, wie man es auch immer nennt, richtig vorhergesagt. Was ist jetzt dran an dem Mikrobiom und Herrn Gates in Hamburg? Ja, es ist leider viel dran, denn der Buchtitel heißt Der Angriff aufs Mikrobiom. Und jetzt im Mai 2024 ist Bill Gates extra nach Hamburg gekommen, in meine Stadt, zur Bildredaktion, zur Bildzeitung, ist dort beklatscht worden. Und er setzte sich auf ein rotes Sofa mit der Bildchefin, Marion Horn, setzte er sich hin. Und diese ersten zwei Minuten, die Bild selber auf das YouTube gestellt hat, die muss man wirklich ansehen. Weil was ist passiert? Denn sie fragte, ach, das ist toll, dass Sie so viel Geld ausgeben, ich bin ganz beeindruckt. Und was haben Sie sich dabei gedacht? Er sagte, ja, mit meiner Frau habe ich gedacht, ach, wie kann ich das Geld zurückgeben? Ja, und ich mache es eigentlich nur für die Kinder. Und dann stellt sie ihre zweite Frage und sagt dann, ja, wenn wir über die Kinder reden, dann müssen wir auch über die Mütter reden. Können Sie das im Detail erklären, die Beziehung zwischen dem Mikrobiom der Mütter und der Zukunft der Kinder? Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Genau. Er hat nichts vom Mikrobiom vorgesagt. Ja. So. Und Bill Gates antwortet auch sofort, man sagt, das ist halt abgesprochen. Ja? Sagt dann, ja, das Darmmikrobiom, viele Menschen haben ein Darmmikrobiom. Es ist falsch. Jeder Mensch hat ein Darmmikrobiom. Der Mann ist kein Arzt. Ja? Und dann sagt er auch noch, ja, das vaginale Mikrobiom, das sei auch noch verantwortlich für viele Totgeburten und Fehlgeburten. Halleluja. Ja? Also er spricht vom Darmmikrobiom und vom Mikrobiom der Vagina. Bill Gates. Diese ersten zwei Minuten. Und da merkt man, ja, das ist abgesprochen. Das ist der Beginn einer globalen Werbekampagne. Und Deutschland ist so wichtig, dass Bill Gates extra nach Hamburg kommt. Ja? Eine Zwischenfrage oder eine Zwischenbemerkung. Das ist das, was ich auch immer gesagt habe mit Daten, Zahlen und Fakten. Wir wissen, dass wir eine Übersterblichkeit haben. Wir wissen, dass wir eine immer steigernde Zahl an Totgeburten haben. Wir wissen aus der Schweiz, dass wir immer mehr Frauen haben, die schwer Kinder bekommen können, die dann vielleicht danach noch sterben. Und jetzt kommt Bill Gates, setzt sich in die Bildredaktion und spricht von dem und sucht eine Überleitung, was dafür verantwortlich ist. Also ist schon perfide, oder? Ja, es ist perfide und es sind aus deren Sicht sind es zwei Fliegen mit einer Klappe. Das eine, die Statistiken kommen jetzt immer mehr durch. Professor Homburg hat es auch für Deutschland, auch, glaube ich, für Januar auch gesagt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es davor im Monat etwa 65.000 Kinder pro Jahr in Deutschland. Und jetzt sind es nur noch 53.000. Das ist dramatisch. Ja? Wenn wir von dem sozusagen sprechen, dann sterben auch die Babys im Mutterleib. Ja? Das ist dramatisch für die Familien, insbesondere natürlich für die Frauen. Genau. Und das sozusagen hier mit etwas zu verknüpfen, ja, gerade mit dem Mikrobiom im Vaginalen, das heißt ja, ja, die Frauen sind selber schuld, die haben die falsche Bakterienbesiedlung im Geburtskanal. Ja? Unglaublich. Also auf die Opfer noch draufschlagen. Und das ist leider halt noch ein, ja, wiederkehrendes Mittel, weil das macht die Leute sprachlos, gerade die, die jetzt sozusagen auftreten müssen und sagen, hier, nicht, das ist Totschlag und was war in den Impfungen drin? Denn der Rückgang der Geburten, man kann das statistisch beweisen, ist ja erst seitdem die Impfungen da sind. Nicht seit Covid, erst seit den Impfungen. Und keiner, wir sind so ein hochentwickeltes Land, das sagt ich auch immer auf den Demos. Und keiner kommt dahinter, das mal zu recherchieren, da mal eine Statistik drüber zu machen, dem nachzugehen. Selbst das Statistische Bundesamt sagt, ja, wir sehen eine Veränderung seit Beginn der Impfung, aber wir haben keine Daten. Ich sehe ja auch das Problem so ein bisschen darin, dass letztendlich kein kausaler Zusammenhang beweisbar ist, wenn Menschen nach der Impfung sterben oder beziehungsweise durch anderen Umstände, Herzinfarkt, was auch immer. Ne? Also man stellt ja keinen kausalen Zusammenhang her. Man obduziert die Leute wahrscheinlich auch gar nicht. Und es ist natürlich für uns Kritiker unheimlich schwer, dann den Beweis zu führen, zu sagen, ja, pass auf, das liegt kausal mit der Impfung, das hängt damit zusammen. Übrigens, YouTube, kein Beratungsvideo.
Ja, es ist für mich unheimlich schwierig, dass auch die Wissenschaft, ne, da die Augen vor verschließt, dass man das einfach unter den Teppich kehrt. Das, ist, ja. Das macht mich auch sprachlos. Ne? Ja, es ist so, ich kann nur immer davon appellieren, die klaren Beweise zu nutzen und nachzugehen. Und das habe ich ja mit dem ersten Buch schon gemacht. Da sind klare Beweise drin für Covid-19 und auch das vorherige Verbrechen Anthrax 01. Denn das waren teilweise die gleichen Verbrecher. Und an diesen Sachen kann man sich wirklich festhalten und fest anknüpfen. Das ist so wichtig. Das ist also keine Spekulation, sondern es sind klare Beweise, die ich bringe. Und jetzt eben das Zweite noch, irgendwie mit dem Mikrobiom. Es ist ja viel mehr verknüpft, was ja im Buch drinsteht. In welche Firmen auch Bill Gates jetzt neu investiert hat, das steht alles im Buch drin. Vedanta zum Beispiel. Ja? Und das ist eben ein Großangriff auf das Mikrobiom, das uns gut, stark und gesund hält. So. Und das ist eine ziemlich perfide Sache, wenn man das alles da sieht. Die können damit wieder viel Geld machen. Es wird also eine Bakterienpanik kommen, sagen, oh, böse Bakterien. Ja? Jetzt müssen wir ein neuartiges Antibiotikum geben, weil die ja so multiresistent sind davor. Und sie werden unter anderem mRNA-Gentherapien anbieten. Sie werden auch wieder sagen, es sind diesmal Antibiotika. Es sind natürlich keine Antibiotika, genauso wenig wie es Impfungen gewesen sind. Ja? Aber das Wort wird einfach damit verknüpft. Was ist mit den Zahlen, Daten, die Tom Lausen bringt? Bitte? Was ist mit den Zahlen, Daten, die Tom Lausen bringt? Ich gehe mal davon aus, dass diese Zahlen, die er da vorlegt, richtig sind. Ich konnte es selber nicht halt nachprüfen und nachvollziehen. Wir kennen uns persönlich und ich habe einen integren Eindruck von ihm. Ja? Aber es sind auch viele andere Statistiker, die das halt dargelegt haben. Wir waren zum Beispiel vor jetzt etwa 1-2 Monaten in Zürich, in Saal mit 700 Menschen dort drin und haben Vorträge gehalten. Also das kann man sich auch noch anschauen. Nicht? Zürich, April 2024. Und auch ein Schweizer Statistikprofessor, Konstantin Beck, hat auch zum Beispiel einen guten Vortrag gehalten, den man sich halt anschauen muss. Ja? Habe ich schon. Ja. Ja, sehr gut. Das sind alle ganz wichtige Dinge, weil in der Schweiz wird genau das gleiche Phänomen rausgefunden. Kann das sein, 2014 war ja jetzt öffentlich in vielen Kanälen, dass dort ein Professor, Doktor, keine Ahnung wie er hieß, gesagt hat, ja, wir könnten die Gentherapie dafür nutzen, vereinzelte Krankheiten damit zu bekämpfen. Nehmen Sie nicht eigentlich diese Worte wieder hinten rum, um damit zu kommen, na jetzt haben wir das denn. Ja, man kann ganz viel damit. Ja. Man muss einfach nur sagen, die Macht hat derjenige, der den Ausnahmezustand bestimmt. Ja. Das ist das Wichtige. Es gibt einen Regelstaat, den ja viele gute Bürger dann halt auch kennen, ja, weil es nach Recht und Ordnung läuft, im Großen und Ganzen. Aber die Ausnahmen sind es, so wie bei Corona. Und wer die Macht darüber hat und alle guten Sachen dann einfach wegschlägt, ja, das ist dann halt eine ganz wichtige Sache, das eben zu sehen. Und damit kann ich einfach nur schließen zu sagen, konzentrieren wir uns auf das, was beweisbar ist, was belegt ist. Und Bill Gates war jetzt gerade in Hamburg, es geht um das Mikrobiom. Und wer das nicht wieder erleben will, Corona 2.0, der sollte sich informieren, weil auch nur mit Information können wir halt auf dem widerstehen. Und die stärkste Waffe ist was? Es ist das informierte Lachen. Wenn wir genauso lachen wie bei Affenpocken, ja? Der WHO-Direktor hat Affenpocken genauso weltweit ausgerufen als Pandemie wie Corona. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine Demo zum Beispiel in Berlin gemacht, vor dem Bundestag, dort Ernst Wolf hat er auch gesprochen und ich sagte dann, so, Karl Lauterbach hat jetzt gerade 250.000 Dosen gegen Affenpocken jetzt schon bestellt. Und ein Kind fragte, gibt es denn hier so viele Affen? Und alle lachten. Keiner hat es ernst genommen, keiner hat es gemacht, die haben es wieder eingepackt, sang und klang los. Und das ist auch international meine Erfahrung, wir müssen schlicht und ergreifend Nein dazu sagen, Zivilcourage zeigen.
So viel dazu. Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, positive Energie letztendlich immer wieder aus dem tiefen Inneren herauszuholen. Weil ich bin ja nun ein massiver Medienkritiker. Ne? Also das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch die anderen angeschlossenen transatlantischen Medien dort veranstalten, ist mir immer ein Graus. Und deswegen zerlege ich eigentlich regelmäßig das, was dort kommt und versuche aufzuzeigen, wie perfide eigentlich dieses Lügenkonstrukt ist. Und ich weiß eben nicht, einerseits bin ich der Meinung, dass wir den Haustürschlüssel haben, wenn wir die öffentlich-rechtlichen Medien auf unsere Seite bekommen. Und ich glaube, das ist illusorisch, dieser Kampf. Ne? Also dieser Gedanke, überhaupt dort diese Menschen irgendwie für unsere Sache, sage ich jetzt mal unsere Sache, zu motivieren, dass sie endlich wertneutral und staatsfern berichten, so wie es eigentlich ihre Aufgabe ist. Machen wir einfach unsere Arbeit und dann geht's weiter. Ich muss jetzt weiter. Alles gut, vielen lieben Dank. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Schöning. Wir werden Sie weiterhören. Ich bin sowieso ein Mann der Zahlen, Daten und Fakten. Ich gucke mir alles an und höre mir alles an. Eine Frage zum Schluss, dann lasse ich Sie los. Wenn wir die Agenda 2030 ganz hinten sehen, was Sie auch immer gesagt haben, und nur das sehen, bringt dann Politik in unserem Land ein bisschen was? Es bringt ein bisschen was. Nochmal, wir bekommen, was wir akzeptieren. Ja? Wir bekommen, was wir akzeptieren. Und so kann ich nur sagen, informieren Sie sich jetzt auf meinem Telegram-Kanal, Heiko Schöning offiziell, oder noch besser halt courage.media, C-O-R-A-G-E, courage.media, ja. Da gibt es auch immer wieder neue Informationen. Und das informierte Lachen ist das Stärkste. Und da kann man auch Politiker halt zum Lachen bringen. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Gespräche. Von Herzen. Dankeschön.